Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Knipser 1-1 in Bayreuth, gib uns mal einen kurzen Einblick in deine Stimmungslage gerade. Richtig scheiße. Angefressen, sauer, enttäuscht. Ja, also fehlen ein bisschen die Worte, weil muss man heute ehrlicherweise sagen, dass wir heute wirklich kein gutes, sondern eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht haben. Da muss man schon so ehrlich sein. Ja, nicht gut. Brauchen wir uns nicht belügen. Wir haben uns natürlich mehr erhofft. Bin ehrlich, wir wollten hier gewinnen. Aber so wie wir gespielt haben, haben wir es auch einfach nicht verdient. Ich glaube, ein gebrauchter Tag heute, wo nicht viel funktioniert hat. Viele 50-50-Bälle verloren. Solche Tage gibt es im Fußball und wir haben genau so einen heute gehabt. Wir müssen daraus lernen und müssen es das nächste Mal besser machen. Du hast die Mannschaft früh in Führung gebracht. Kannst du das Tor nochmal beschreiben? Ja, ich sehe, wie Michael sehr viel Platz hat, versuche nochmal mit einem Sprint in die Tiefe zu reißen. Ich sehe, dass er relativ nah bei mir ist. Der Ball war aber genau so, dass ich einen guten Druck dahinter kriegen konnte. Ich wollte aufs lange Eck schießen, der fällt ihn dann nochmal ungünstig für einen Torwart ab. Aber ich glaube, dass er so auch eine gute Richtung gehabt hätte. Und ist ja egal, wie hier reingeht. Am Ende des Tages sind wir einzeln in Führung gegangen, was uns enorm geholfen hat, glaube ich. Aber müssen wir dann am Ende natürlich auch besser zu Ende spielen. Gerade im ersten Durchgang hat Bayreuth viel Dampf über die Flügel gemacht. Warum seid ihr nicht so richtig reingekommen, obwohl ihr ja auch früh in Führung gegangen seid? Ja, wir sind einfach nicht gut ins Spielen gekommen, haben den Ball nicht laufen lassen. So hatte Bayreuth eigentlich die ganze Zeit den Ball fast. Und dann ist natürlich auch klar, dass sie auch ein bisschen Qualität haben und kicken können, dass sie dann Druck machen können. Ja, es ist schwer jetzt so zu sagen, aber ich glaube, die haben einfach nur gut Druck hinbekommen, weil wir nicht gut gespielt haben. Ich glaube, dass wir das hier alles hätten bestimmen können, aber dass wir es einfach so ein bisschen aus der Hand gegeben haben. Also wenn du nach 5 oder 6 Minuten 1-0 führst, besser kannst du auswärts nicht starten. Und dann muss das mit der Qualität, die wir besitzen und dem Anspruch, den wir auch haben, musst du das halt einfach abgeklärt und abgezockt runterspielen. Aber wir haben komplett den Faden verloren in der ersten Halbzeit. Da hat uns Bayreuth wirklich phasenweise an die Wand gespielt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also das müssen wir ganz schnell analysieren und daraus müssen wir auf jeden Fall lernen und nächste Woche besser machen. Ihr habt viele hohe Bälle verteidigt, einer ist dann durchgerutscht. Was war beim 1-1 los? Ich bin da mit Abstand letzter Mann, habe den Ball zu Knipping gespielt, der spielt ihn nach vorne und dann war da, glaube ich, ein Ballverlust. Dann ging es ruckzuck, haben den Konter gespielt und ich als letzter Mann heb dann quasi noch das Abseits auf. Muss ich mir auch nochmal anschauen, ob ich das hätte besser machen können. Und ja, dann ist natürlich schwierig noch zu verteidigen. Wie laut war es zur Halbzeit in der Kabine? Ja, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Aber natürlich war da niemand zufrieden, sondern alle waren da enttäuscht und da sind schon einige Worte gefallen. Am Ende gab es dann noch 2-3 Möglichkeiten, um vielleicht noch den Lucky Punch zu setzen. Ist es dann das, was noch fehlt, dann auch mal so ein Spiel glücklich mit ein bisschen Dusel am Ende zu ziehen? Nee, hätten wir heute nicht verdient gehabt. Also wenn ich sehe, was Bayreuth in der ersten Halbzeit auch für Chancen hatte, geht das unentschieden am Ende. Ist es, glaube ich, gerecht. Und wir hatten jetzt schon in den letzten Wochen ein paar Spiele, wo wir uns dieses Glück erarbeitet haben, wo wir dann die Spiele auch gezogen haben, weil wir wirklich alles reingeschmissen haben. Wie gesagt, man kann nicht immer ein gutes Spiel machen, aber was machen kann, ist immer alles reinzuwerfen und alles zu geben. Und da hat es heute irgendwie gefehlt und deshalb hatten wir uns den Sieg heute auch nicht verdient. Du hast viele 50-50-Bälle, leistungstechnisch von jedem Einzelnen von uns ausbaufähig, nicht an unsere Leistungsgrenzen gekommen, um einfach auch so ein Spiel dann zu gewinnen. Und am Ende hat Bayreuth noch eine Chance, dann hat nochmal der Amo eine Riesenchance am Ende. Und ich glaube, 1-1 mit einem sehr, sehr gebrauchten Tag von uns, so kann man das heute stehen lassen, aber wir müssen natürlich daraus lernen. Was könnt ihr mitnehmen für die nächsten Wochen aus diesem Spiel? Was könnt ihr vielleicht auch eben lernen aus dieser Partie? Nicht viel, sehr viel schief gegangen. Daraus lernen, besser zu machen, mehr an die Leistungsgrenze zu gehen. Und am Ende des Tages geht es hauptsächlich darum, dass wir zusammen erfolgreich sind. Und das einzig Positive heute ist, dass wir das 5. Spiel ungeschlagen sind. Und daraus versuchen wir viel Kraft zu ziehen und nächste Woche dann zu Hause einen Dreier zu holen. Ja, natürlich hat man einen Punkt mehr auf dem Konto, aber das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen 3 Punkte holen. Losgelöst von der Tabelle, ist egal, wo wir stehen, müssen wir in solchen Spielen einfach dreifach punkten, aber wir müssen auch ehrlich sein, so wie wir spielen, so wie wir heute gespielt haben, wird es schwer, einfach 3 Punkte zu holen, weil das einfach nicht gut war. Es waren mehr als 3.500 Dresdner hier in Bayreuth. Wie hast du die Unterstützung auf dem Platz wahrgenommen?
ja, unfassbar. Also wenn man hier auswärts ein Heimspiel hat, schon als ich letzte Woche mitbekommen habe, wie viele hierher fahren, ist natürlich unglaublich. Unter den ganzen Bedingungen, die aktuell vorherrschen, dass so viele Leute mitfahren, desto angefressener bin ich natürlich, desto enttäuschter bin ich nochmal, dass wir den Zuschauern, die uns wirklich jeden Tag so tatkräftig unterstützen, dass wir denen keinen Sieg schenken konnten. Danke und Kopf hoch.